Am Wiener Straflandesgericht, da wird heute der zweite Durchgang der beteiligten Täter des Attentats von Wiener verhandelt. Die Männer, die wurden ja im vergangenen Februar, nämlich im Februar 2023, rechtskräftig wegen der Beteiligung einer terroristischen Straftat in Verbindung am Mord verurteilt. An den langen Haftstrafen wird sich auch nichts mehr ändern, aber der oberste Gerichtshof, der hat bekannt gegeben, dass es hier doch zu schweren Verfahrensmängeln gekommen ist, beispielsweise in der Frage, ob die Männer Teil einer kriminellen Organisation und einer terroristischen Vereinigung waren oder auch hinsichtlich einer irreführenden Rechtsbelehrung der Geschworenen. Deshalb muss in einigen Aspekten dieser Prozess auch neu aufgerollt werden. Einer der Anwälte der Verurteilten, nämlich Anwalt Elmar Gressbach, sagt, man habe dies teilweise im Akt nicht einmal sehen können und deshalb ist es auch wichtig, dass das Ganze hier neu aufgerollt wird. Der Prozess selbst, der findet allerdings unter sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Im Gerichtsgebäude selbst darf nicht fotografiert und auch nicht gefilmt werden, wie wir es schon von den vergangenen Terrorprozessen auch kennen. Und die Geschworenen, die sollen dann spätestens am Donnerstag diesbezüglich auch ein Urteil fällen. An den langen Haftstrafen wird dieser Prozess freilich nichts mehr ändern.